So, meine Lieben, wir sind wieder da bei Jurassic World Evolution und wir haben das Ganze schon seit 3 Wochen jetzt, glaube ich, nicht mehr gespielt. Dementsprechend ist es einiges dazugekommen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir als letztes stehen geblieben sind, um ehrlich zu sein. Von daher wundert euch bitte nicht, wenn ich absolut kacki bin. Nicht mit Becky, aber halt, ne, einfach kacke. So, neue Forschung verfügbar. Jurassic World Evolution, das gefallene Königreich Dinosaurier-Paket. 6 neue Dinosaurier. Nutze das Forschungszentrum, um auf die Fossilien des des Baryonyx, des Stegimolochs, des Carnotaurus und des Allosaurus zugreifen zu können. Besonders Mutige können auch eine gefährliche neue Kreuzung erschaffen, den Indoraptor. Jetzt, das spoilert eigentlich ganz schön, muss man sagen, für den Film, aber cool, cool, cool. Ich habe keine Ahnung mehr, was wir gemacht haben. Irgendeine Futterstation ist broken und RIP und... Habe ich mich gerade erschrocken. Holy shit. Vielen lieben Dank, Giraffe. Für die 300 Bits. Dicken Kuss an dich. Oh Gott, das war gerade so ein Moment. So, was? Oh, okay, alles ist gut. So, unseren Dinos geht's gut. Wir haben die Futterstation. Alles wunderbar. Wir haben es, glaube ich, auch schon geschafft. Eine neue Insel freizuschalten. Genau, wir hatten es geschafft, Isla Takano, irgendwie so freizuschalten. Und Matanzeros sind wir eigentlich ganz gut. Wir haben aber immer noch nicht den dritten Auftrag hier. Deswegen würde ich mal ganz kurz zur Insel gehen, weil ich möchte eigentlich die letzte Mission da auch noch abschließen. Ich habe es halt irgendwie mit meinem Finger, der macht so... Wieso erschaffst du das Verderben? Ich verderbe hier gar nichts. Nein. Ich bringe Frieden und Freude zu den Leuten. Ich meine, hallo, ich gebe mir hier Mühe, den schönsten Juju-Park der Welt aufzubauen. Guck mal, wie viele lustige Leute ich da habe. Wie viele fröhliche Leute ich da habe. Das ist doch gut. Oh. Hallo, so, wir sind da. Ich muss jetzt mal gucken. So, Mission prähistorisches Leben. Bauen Sie ein bisschen, hüten Sie ein okay, ein Triceratops ist hier gewünscht. Dann werden wir das jetzt mal ausbrüten, weil ich glaube, das haben wir auch schon mit 70. Ja, wir haben schon mit 80 den kleinen Triceratops. So, dann mache ich das nämlich mal, weil dann haben wir nämlich endlich auf dieser Insel alle großen 3 Hauptmissionen abgeschlossen. Und das ist eigentlich mal gar nicht so schlecht, ne? Oh, hallo. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Yay! Finden Sie mithilfe des Expeditionszentrums ein Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Okay. Nutzen Sie diese Gelegenheit. Danke, Claire. Danke für diesen Hinweis, dass ich das nutzen soll. Ich werde es probieren. So, eigentlich waren wir ja ganz woanders, wie gesagt. Aber jetzt sind wir gerade hier nochmal. Ich muss mich auch erstmal wieder reinfinden. Das ist alles so neu und verrückt und anders. So, jetzt muss ich aber mal gucken. Eines kleinen. Ist der klein? Ich weiß. Dracorex. Ich versuche es mal beim Draco. In Kanada versuche ich es mal. Edmontosaurus. Wo sind denn neue Grabungen? Stretten. Allosaurus will ich haben. Setzt weitere Expeditionszentren. Habe ich nicht. Ja, die Dilophosaurus, Chunkingosaurus, haben wir alle schon. Die Dilopho haben wir schon. Gallimimus! Ja, ich will ein Gallimimus! Oh, kennt ihr die noch aus Jurassic Park, die Gallimimus? Oh, die waren so süß. Ich habe die voll geliebt. Ich habe die richtig geliebt. So, okay, das bauen wir jetzt erstmal. So, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Hier unsere kleinen Dinos, unser Sylph und Caruso. Ich glaube, die haben sich auch mittlerweile Schnitzel. Die haben sich alle schon mal geprügelt. Deswegen müssen wir ein bisschen aufpassen. Die sind nicht ganz so flauschig zueinander. Hier, seht ihr euch das an? Sie gucken sich schon so. Du bist... Oh, du bist ja gar nicht gesund. Oh nein, wer hat dir denn das angetan? Welcher Arsch. Mach die mal gesund, bitte. Aufgabe erhalten. Die haben ja alle... Oh, die haben sich aber ordentlich geprügelt hier. Und nicht schon wieder prügeln. Nicht, ihr doch. Nicht aus böse Hai. Nein. Fui. Euer. Schnitzel und Caruso haben den Kampf begonnen. Und ihr da hinten auch. Das passiert, wenn man zu viele Dinos in einem Gehege hat.
Habe ich nicht noch zufällig ein zweites Team? Neues Team, ich kaufe mal ein neues Team. bitte geh nicht mal schnell ein. Ich glaube, ein Dino stirbt gleich. Schneller! Barbario! Der Dino ist tot. Du hast... Wen hat er denn jetzt gefressen? Sif hat Nyla gefressen. Oh, du Arsch. Und ihr habt... Oh nein, Caruso, Schnitzel, was hast du getan? Ihr undankbaren kleinen Viecher. Also ich muss ja sagen, das war jetzt... Ihr eiert jetzt auch noch zueinander herum. Ja, das ist halt, ne? Das ist halt... Das ist ja die Starterinsel. Dementsprechend, es war schon klar, dass es passieren wird, aber... Eiskalt haben sie das einfach so. Ausfallschutz 3, Forschung abgeschlossen. Na wunderbar. Es war klar, dass es passiert. So, ich lasse jetzt mal meinen Triceratops frei. La la la. Ha, ist ja nicht süß. Ich kann mich daran einfach nicht satt sehen, wie sie so reinkommen und so stapp, stapp, stapp machen und sich dann so denken. Ha. Wirklich gute Arbeit bei diesem Auftrag. Sehr gut. So, Auftrag abgeschlossen. Nein! Keift euch doch nicht schon wieder. Schnitzel! Sif, was machst du da? Ihr verarscht mich doch, ihr... Oh nein, die... Sif, hör auf damit. Wieso hat man euch denn noch keine... Nee, 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 mein Freund. Du. Nee. Stopp. Zaun voll... Hier. Ah! Ah! Verdammt! Sowas nennt man Taktik, liebe Freunde. Sowas nennt man ein schnelles, intuitives Handeln. Man verschließt einfach die Stelle, indem man einen neuen Zaun drum baut. Ich glaube, irgendwelche Besucher sterben jetzt hier bestimmt, oder? Wo ist denn mein Dino? Dinolein, wo bist du hingerannt? Asios, guck mal, Sif ist schon betäubt worden. Oh, hat ja gar nicht hier Schaden angerichtet. Mega gut. Mega gut, alles geklärt. Das ist halt, ne, sie waren halt so ein bisschen im Rage-Modus, da konnte man halt nicht so viel machen. So, dich müssen wir dann aber auch leider nochmal wecken. Schnitzel, dich transportieren wir dann auch mal dahin. Und dann müssen wir das schnell mal reparieren. So, Ranger-Team einmal bitte reparieren. Es ist jetzt nicht so dramatisch, ich meine, oh nein, was ist da mit dir los? So, was habt ihr... Wieso hat jeder meiner Dinos hier was? Und irgendein Gebäude ist kaputt, glaube ich. Oh, ich wollte gerade sagen, mein Ranger-Team ist krank. Na, das ist super. Aber das ist der Zaun, ja. Das ist der Zaun, der noch kaputt ist. Okay. Guti. So, völlig wurscht. Wir haben auf jeden Fall jetzt diesen Abschnitt. Heilen Sie den Triceratops mit einem Ranger-Team. Das sind jetzt nochmal so sehr einfache Missions, die wir haben. Aber ich wollte sie halt irgendwie fertig kriegen. Benjamin... Du lieber Elefant. Ich glaube nicht, dass man die Dinos anleihen kann, um ehrlich zu sein. Ich würde super gerne, aber ich wette, das funktioniert nicht so, wie ich mir das hier vorstelle. Wir bräuchten nochmal, ganz ehrlich, wir haben auch noch den ältesten Zaun, glaube ich. Wir haben den dünnsten Zaun, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen, wir müssten vielleicht mal dafür sorgen, dass der schwere Stahlzaun das hier ersetzt. So, bam, bam, bam. Guck mal, nichts verbaut. Was heißt denn hier verbaut? Lecco mio. Weil da das doofe Transportding ich hin gerade im Weg war. So, dann mache ich jetzt mal hier sicherheitshalber so einen fetten Zaun noch hin. Das sieht gut aus. Da sieht man auch wirklich den Unterschied. So, dann könnt ihr nämlich auch nicht eure armen kleinen Pflanzenfressernachbarn töten. Ihr Undankbaren. So, werte Freunde. Sehen Sie und staunen Sie. Der Park ist vollkommen sicher. Oh, eingehende Übertragung. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich?
Unionionia, Guja, Guga, Jura, Jura, Lalala. Naja, ja, Dr. Wu, natürlich hier unser ärgster Gegenspieler. Kathi, du sperrst die Dinos ein. Ich weiß, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Stärke des Herzens 2.0 ist jetzt verfügbar. Okay, sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, es tut mir leid, dass ich die Dinos hier einsperren muss. Ich bin gerade bei der Starter-Insel, weil ich hier nämlich noch diesen letzten... Nein, Crystal, komm da weg. Nein, 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 kleines Dodo-Vieh. Nein. Nein, nicht hier. Nein. Nein, nein. Dovi, du stehst den Leuten im Weg. Dir wird... Das war schon zu geil. Ich habe vergessen, das Tor zu schließen. Wir sind gerade nochmal auf der Starter-Insel, weil ich hier endlich diesen einen letzten Auftrag abschließen wollte. So, und warte, wenn wir hier sowieso schon gleich sind, werde ich... Ja, Upgrades brauche ich gerade nicht. Auf Expedition wollte ich nochmal schicken, ne? So, Gallimimus. Und haben wir den Tyrannosaurus Rex? Sehr schön. Den T-Rex, den haben wir jetzt mittlerweile auch schon. Da müssten wir mal... Da müssten wir mal schauen, dass wir da jetzt den nämlich dann auf der Insel jetzt... Wir gehen gleich zu der Insel, die eigentlich wichtig ist. Ich will nur noch mal gucken wegen Erforschen. Oh ja, wir haben noch so viel zu erforschen tatsächlich. Oh, noch so viele schöne Sachen. Hier leider nichts mehr. Gehege haben wir gerade auch alles schon aufgewertet. Hier haben wir alles aufgewertet. Hier haben wir alles aufgewertet. Alles aufgewertet, dann gibt es hier nur noch. Okay, dann erforschen wir das jetzt mal. So, nach und nach erforschen wir jetzt und dann gehen wir jetzt nämlich zu der nächsten Insel. Diese Insel, Isla Nublar, wird mit 4... Oh, 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 Leute, 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 Leute. Oh, da müsste ich eigentlich... Oh, Isla Nublar wäre schon ziemlich geil. Ich weiß, die andere Insel ist auch super interessant, aber wir sind kurz davor. Warte mal, was könnte ich noch machen? Noch mehr Dinosaurier wahrscheinlich. Warte mal, komm, dann hau ich hier rein. So, dann hauen wir jetzt hier rein. Und zwar, wir machen noch Raptoren, wäre schon krass. Ankylosaurus, Torosaurus. Komm, dann machen wir die. Weil dann will ich jetzt auf jeden Fall meine 4 Sterne erreichen, damit wir Isla Nublar freispielen können. Ja. Ceratosaurus, das ist auch einer, der, ja, der ärgert da. Die Schnitzel, die ärgern sich da eh. Und dann noch, wen hatten wir dann noch nicht? Chunkingosaurus, glaube ich, hatten wir hier auch noch nicht. Ich fand den zweiten Film von Jurassic World leider nicht mehr so gut. Ich habe den ersten geliebt, fand ihn wahnsinnig toll. Der zweite hat mich leider so ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich gestehen. Klein Cashew. Der zweite hat mich einfach enttäuscht, weil... Ach ja, es war so ein... Dino! Was wir nicht für coole Namen hier gegeben haben. Wir müssten eigentlich nochmal so einen Wissenschaftsauftrag annehmen, ne? Extraktionstempo, Ausbrütungstempo, Wissenschaftszentrum. Oh ja, ich will das alles. Kriechtonosaurus, was haben wir hier? Hier haben wir schon alles, ne? Alles genau, hierfür freigeschaltet. Hier brauchen wir noch ein Restaurant. Eigentlich müssten wir noch mehr Gas geben hier. Das ist halt dieser Dings, weil eigentlich willst du direkt zu den neuen Inseln und willst da schon mehr machen. Aber du musst dich immer zurückhalten, weil du ja auch trotzdem noch diese Inseln hier eigentlich mal gut machen musst. So. Oh, wir haben was unlocked. Ich glaube, noch mal mehr Infos. Ihre Forschung ist abgeschlossen. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Machen wir. Ah, der T-Rex. Ich find's halt so schön. Ich weiß nicht, was ihr Ziel war. Forschung oder was auch immer. Aber es hat sich ausgezahlt. Cool. Ja, freut mich doch. Wissenschaft, Forschung, alles wird hier unterstützt. Ich find's halt so cool, dass dieses Spiel halt einfach auch so liebevoll gestaltet ist. Hiermit, dass man sieht, was für ein Fleischfresser es ist. Dass man... ja. Okay, sorry. Wir gehen zur Forschung. So, gehen das nächste erforschen. Gewinn pro Minute 270.000. Wir sind wahnsinnig, wahnsinnig gut. Es dauert hier zwar alles noch, aber wenn ich jetzt noch ein paar mehr Dinos bekomme, gleich geht die Bewertung dann hoffentlich hoch. Drückt mir die Daumen. Bitte, bitte, bitte. Ha, komm schon. Kampfverrufenheit. Fürsorgestrafe. Vielfalt. Wir könnten natürlich auch mal wirklich da so, darauf so ein bisschen eingehen, dass man so ein bisschen den Thrill erhöht tatsächlich. Und dass wir... zum Beispiel einen Pflanzenfresser in dieses Gehege lassen und von Schnitze dann zum Beispiel und von Sif zum Beispiel auch mal jagen lassen. Das könnten wir vielleicht mal machen. Hm? Bock? Mal gucken. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Muss mal mein Mikrofon ein bisschen runter machen.
So, mal gucken. Wir machen einfach mal. Wir gucken gleich mal. So. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Okay. Vervollständigen Sie ein neues Genom zu 60%. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja. Der erste Genom ist meistens der älteste. Und womit hat das alles begonnen, wenn nicht mit prähistorischer DNA? Ich meine ja nur. Oder warne nur. Ihre Entscheidung. Danke, Minkubi. Es passt immer so gut. Es passt einfach immer so gut, dieser Moment, wenn mich dann der Dino von der Seite einfach anschreit. Oh. La, la, la. Hallo, kleiner Dino. Oh, der ist aber hübsch. Der sieht so ein bisschen schnuckelig, fluschelig aus. Ja, und der freut sich. Der freut sich, dass er hier bei uns sein darf. Das finde ich schön. So, du brauchst doch noch einen Artgenossen. Okay, warte mal, dann basteln wir dir noch einen kleinen Artgenossen. So, dann hast du nämlich dann noch einen Freund. Und wartet mal, ich werde jetzt auch mal ganz kurz nicht nur die Erfolgsrate. Machen wir mal, kaufen wir mal. Und wir machen jetzt auch noch die Brutstättenkapazität. Dann können wir nämlich auch noch einen anderen. Dann mache ich jetzt mal so, dass wir uns einen Wir machen uns jetzt den Jujui-Dino. Und dann schicken wir den nämlich rüber zu den Fleischfressern und dann gucke ich mal, ob das so... Nein, du gehst ja jetzt nicht rein. Nein, 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 nein. Was? Chunky, was ist los? Nein, Chunky. Ich nenne einfach Chunky jetzt. So, und wir müssen trotzdem noch erforschen gehen. Und wir müssen natürlich unsere Leute wieder losschicken. Die sollen mir nämlich noch mehr DNA bringen. Vom Gallimimus und Ziantosaurus. Mal gucken. Vielleicht, mir wurden hier schon im Chat Namensvorschläge gemacht für... So, bereit zum Freilassen? Ja. Mir wurden schon Namensvorschläge im Chat gemacht, so mit Hank und Connor und Sumo. Also unsere lieben Detroit Become Human Charaktere. Vielleicht sollten wir das auch mal machen. So einen kleinen Dino. Einen kleinen Connor-Dino. Auch ein kleiner Connor. Wollen wir einen kleinen Connor haben? Ja, hallo. La, 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 la. Oh, du bist ja süß. Guck mal, ein Torosaurus. Du bräuchtest aber auch noch ein bisschen Artgenossen, ne? Ich seh, nein, Lea, ich will dich nicht. Lea, nein. Lea, aus. Ich will das Tor. So, ab dafür. Raus mit dir, mein Kleiner. Och, guck mal, wie süß der ist. Guck mal, wie flauschig süß der ist. Oh, guck mal, wie glücklich der ist. Oh, mir geht das Herz auf, wenn ich sowas sehe. Nom, 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 nom. Beweg dich mal raus hier. Friss nicht so viel. Alles raus, was keine Miete zahlt. Raus mit dir. Ich würde am liebsten den nur von hinten anschubsen, aber ich glaube, ich würde mit meinen Kräften nicht so weit kommen. Ja. Okay, also ich glaube, er braucht noch ein Weilchen, bis er hier... Er hat erstmal unendlich viel Hunger. Von daher braucht er wahrscheinlich noch ein Weilchen. Ich weiß, du brauchst auch noch einen Artgenossen. Ich stecke die hier, gerade am Anfang stecke ich die alle einfach ganz frech in ein und dasselbe Gehege, weil das die Starterinsel ist sowieso. Mensch, Junge, jetzt geh doch mal, sonst muss ich dich betäuben. So süß du auch bist. Beweg dein Hintern. Der lässt sich aber auch eine Zeit... La 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 la. Forschung abgeschlossen. Ja, während der Dino da frisst, werde ich mal in den Forschungsraum nochmal gucken. So, next one, please. Sehr geil. Jetzt können wir hier alles, das Schöne ist, auf dieser Insel können wir alles super entspannt erforschen. Wir haben 11 Millionen Dollar zur Verfügung. Von daher können wir wirklich alles so... Mann! Hallo! Hallo, fressen ist da... Da drüben sind die... Hallo, Gras ist da drüben auch grün. Ja, das ist ein Tor. Toll, oder? Guck mal, da ist eine Tür offen. Lauf. Die Futterstation. Ja, guck mal. Jetzt auf einmal. Jetzt kann man laufen. Jetzt lauf da durch. Dominus. Dominus. Lauf. Nachschubanfrage bestätigt. So, er ist, glaube ich, drin. Sehr schön. Jetzt mache ich das Tor zu. Weil jetzt kommt der Thrill, liebe Leute. Jetzt machen wir es richtig. Lassen wir... den kleinen, süßen Saurier frei. Er kommt raus und denkt sich nichts Schlimmes. Und jetzt muss er gegen die Fleischfresser bestehen. Mal sehen, ob er das schaffen wird. So, komm mal mit, mein Schnuckelhase.
Und jetzt öffne ich das Tor. Und Schnitzel weiß schon, was ihm blüht. Ah, der Arme. Oh, guck mal, wie er Angst hat. Ich kann ihn voll verstehen. Und guck mal, Schnitzel wittert schon. Schnell das Tor schließen. Hier, meine lieben Zuschauer, ihr Thrill wurde verlangt. Oh nein, der tut mir voll leid. Lauf, Dino, lauf. Komm schon, du bist schneller als das alte Vieh. Schnitzel badet in ekligem Fett. Lauf, kleiner Dino. Oh Gott, lauf doch nicht auf ihn zu. Lauf doch nicht auf ihn zu. Gott, was tust du? Oh, das ist eine gute Ablenkungstaktik. So ähnlich wie bei Dead by Daylight. Du läufst einfach straight auf den Killer zu und dann schlägt er einfach weg, weil er voll verwirrt ist. Lauf, mein Kleiner. Sorgt es jetzt für ein bisschen mehr Action, ihr undankbaren Zuschauer? Kampfverrufenheit. Schnauze, ich will Action. Ich will, dass ihr das toll findet. Und die denken sich nur so, alles klar, Kathi, alles klar. Alles klar. So, verkaufen, extrahieren. Velociraptoren, ja, mache ich auch noch gerne. Dead by Daylight meets Juju. Oh. Lebt er noch? Ja, er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Wie lange? Ich nehme jetzt Wetten an, wie lange unser kleiner Dino überleben wird. Ich würde ihn gern Makani oder Nemo nennen. Einfach nur so, aus Prinzip. Ich habe die Idee. 4 Überlebende und ein Dino. Ey, gucke, er steckt schon den Kopf ins Wasser. Er ist schon so verzweifelt einfach. Er ist schon so verzweifelt, er ertränkt sich lieber. Oh, ich sage 5 Minuten. Mhm. Anne, möchtest du gerne gefressen werden? Ich dachte, Nemo oder Makani wären hier ganz gute Dinos. Oh. Man kann mich auch über meine Business-E-Mail erreichen, ja. Aber je nachdem, ansonsten hier auf Twitch einfach schreiben. Ich sehe... Run, Nemo, run! Würde ich auch an seiner Stelle machen. Ich glaube, ich auch... Oh Gott, er kommt, lauf! Rest in peace, lieber Nemo. Es tut mir leid, wurdest just in diesem Moment Makani Nemo, Nemo Makani, Nikani. Ihr wurdet just in diesem Moment leider gefressen. I'm so sorry. Ja. Gut. Oh. Ja, so lustig kann es sein. Auf einmal, da war der Dino schon tot. So. Die Reise besteht